Ihr Lieben, willkommen bei einem neuen Video. Heute mal was ganz anderes und doch irgendwie auch in gewisser Art und Weise gleich. Thema gleich. Wir vergleichen heute wilde Unimogs. Den Feuermog, den kennt ihr. Den Kenny aus USA kennt ihr auch. Kenny ist heute hinter der Kamera. Mit einem Hammer. Hummer. Humvee, habe ich heute gelernt, ne? Ja. Humvee. Sieht man ab und zu mal, aber selten so gut restauriert. Ne? Ihr habt den komplett... Ja, Frame-Off-Restaurierung. Was macht diese Kiste so geländegängig? Du hast halt Einzelradaufhängung, Portalachsen. Und dadurch, ach, Portalachsen habt ihr auch? Okay. Und da hast du halt auch nochmal Getriebe drin, ne? Okay. Und dadurch hast du halt sehr hohe Bodenfreiheit, ne? Okay, und durch, ja, durch die Portalachsen ist quasi auch die Antriebswelle deutlich weg vom Unterboden? Ja, okay, genau. Ja. Ihr habt mir über die Bremsen erzählt, wie die dort rein bzw. hochgelegt sind. Was ist das überhaupt für eine Bremsanlage? Druckluft? Ja, eine hydraulische Bremsanlage, also okay, Hydraulik unterstützt. Ja. Und die Bremsscheiben sitzen direkt am Differential, links und rechts vom Differential, an den Antriebswellen. Okay. Das heißt, da wird die komplette Antriebswelle im Endeffekt gebremst? Ja, es bremst die Antriebswelle und dann quasi über die Zahnräder auf die, ja, auf die Reifen. Okay. Wie seid ihr vorgegangen bei der Restauration? Ja, als ich den gekauft habe, war der total Schrott. Also komplett runter. Ja. Wie sie halt von der Armee kommen, die Teile. Ja. Und dann halt, also alles neu gemacht. Ich glaube, nur rosten tun sie nicht, weil sie sind aus Aluminium. Ja, Aluminium, das Chassis und die Haube, das ist GFK. Und die Kunststoff Dürren. Und die Türen auch GFK. Ja. Also verhältnismäßig leicht. Relativ, ja, ja. Was wiegt der also jetzt? 2,3. Sehr gut. Krass, okay. Zu 7 Tonnen. Ja. Hier haben wir 7 Tonnen, hier haben wir, wissen es nicht genau, irgendwie was 6, 6,5. Und den habt ihr komplett gestrippt, entlackt, ja, Sand gestrahlt und komplett wieder aufgebaut. Rahmen neu lackiert, komplett. Sämtliche Dichtungen am Antriebsstrang erneuert, ja. Bremsen neu belegt. Also komplette Technik neu gemacht. Ja. Wie sieht's aus? Ist auch ein spannendes Thema im Vergleich zum Unimog. Wie kann ich mit dem durchs Wasser fahren? Also Warttiefe ist eigentlich, du kannst bis dahin an Wasser, ne? Ja. Also das Auto steht schon voll. Ja. Da läuft zur Tür schon rein. Ja. Mhm. Da gibt's aber auch noch einen Schnorchel drauf. Dann kostet natürlich noch tiefer. Aber so ist es serienmäßig, also Standard. Und Achsengetriebe, Entlüftung ist alles ja, lüftungstechnisch hochgelegt? Ja, Entlüftung geht alles in den Luftfilter. Okay. Wo ist der Auspuff konkret? Der Auspuff sitzt vor dem Hinterrad. Und den kann man hier hinten hochlegen? Ja, genau. Da gibt es auch Kit dafür. Ne? Lang und dann geht er eben oben. Da war das Endrohr ausgetauscht und dann geht er nach oben. Ja. Ach so, was ihr mir noch verraten hattet, ich glaube, das war gar keine Doppelkabine ursprünglich. Nee, das war ursprünglich ein Pickup. Als Pickup konfiguriert. Können wir vielleicht mal ein Bild einblenden, ne? Könnt ihr uns ein Bild schicken? Wir sicher, ja, blenden wir mal ein, dann sieht man mal, wie es vorher aussah. Ja. Und diese... Das Auto ist ja als Baukastensystem aufgebaut, also man kann alles draus machen. Okay. Pickup, Ambulanz, Aufbau, je nachdem, mit Shelter. Ja. Viertürer. Heißt, es ist typisch militärisch, simpel konstruiert. Wie ist es mit Reparaturen? Katastrophen. Ja. Okay. Total verbaut. Okay. Ja. Die schusten die Dinge einmal zusammen und dann. Also sämtlichster Schrauben, Sorten mit sämtlichster Antriebe und Bohrschrauben, dann manchmal Gewinde reingeschnitten, manchmal irgendwelche selbstschneidende Schrauben und also alles Mögliche, was die gerade zur Hand gehabt haben, haben die dann eben da neu gebaut. Ja. Also das Gegenteil von Mercedes-Benz kann man eigentlich so zusammenfassen. Genau, also Ami-Schrott, kann man sagen. Ja, eigentlich Schrott. Ja, können wir mal reinschauen in die gute Stube. Ich würde mal sagen, also ich saß noch nie in einem Panzer, aber ungefähr so stelle ich es mir vor. Ist wahrscheinlich nicht weit weg, ne? Ja. Ich sehe Automatikgetriebe. Automatik. Dreigang. Dreigang Automatik, okay. Ohne Parkposition, das ist eine Besonderheit eigentlich. Okay. Normalerweise hat Automatikgetriebe immer Parkposition. Ja, die gibt es hier nicht. Handbremse ziehen. Also immer die Handbremse ziehen. Okay. Achso, die hinteren habt ihr nachgerüstet, die Sitze, weil vorher auch keine Doka war. Genau. Ja, das war ja eigentlich so ein Mannschaftstransporter mit zwei Bänken. Ja. Hinten drauf. Ja. Und dann vorne mit Planentüren. Und wie gesagt, alles dann
eben so umgebaut, dass man mit 4 Leuten Platz hat und geschlossen. Was habt ihr für eine Reisegeschwindigkeit? Ja, ich sag mal, also bis 90 ist okay. Easy going. Ja, also fahren du da 150, 120 auf der Autobahn geht schon. Aber da wird es mal laut, ne? Also geht deutlich entspannter auf jeden Fall als beim Unimog. Beim Unimog sind wir serienmäßig, also wenn wir jetzt die Bundeswehrpritsche nehmen, sind wir bei 85 am Drehzahlanschlag. Bei 2800 Touren, roter Bereich, absolut, da zittert die Nadel nur noch am Anschlag rum. Kann man sich überlegen, ob man das auf Dauer machen will. Ne? Ja. So, dann haben wir hier die lange Achsübersetzung von der Feuerwehr. Da sind wir schon mal 400 Umdrehungen niedriger. Dann haben wir die größeren Reifen, das sind noch mal ein bisschen was. Also ich bin jetzt, und wir haben hier den Turbomotor tatsächlich, den nicht viele haben, der ist auch nochmal ganz anders vom Charakter, den kannst du nicht so hoch drehen, dafür hat er halt mehr Drehmoment. Ne? Ja. Okay. Wir sind jetzt bei 85 km/h ungefähr mit 2200 Touren unterwegs, was für einen LKW natürlich immer noch viel ist, aber für einen Unimog wenig. Beim Unimog brauchst du viele Dinge, um auf euer Level zu kommen, was die Geschwindigkeit angeht. Ja. Also der Antriebsstrang ist eigentlich dasselbe, kann man sagen, wie beim Audi Quattro, also dieses 1000 Differential. Wenn der Schlupf bekommt. Ja, da muss man leicht auf die Bremse Gas geben, dann verriegelt die und dann ist das gesperrt. Okay. Und wann geht es dann wieder los? Also wann entsperrt sich's wieder? Ja, wenn er dann wieder Grip richtig hat, dann entsperrt es automatisch wieder. Du kannst es aber auch manuell alles zumachen. Ja, du kannst da zentral sperren, also dann ist, hinten. Dann ist alles dicht. Ja. Okay. Der Unimog hat keine Mitteldifferential. Also hat ein Verteilergetriebe auf vorne und hinten, wo er vor beim Allrad quasi 50-50 verteilt. Und dann kannst du vorne und hinten sperren und dann ist alles dicht. Und diesen Verzug, den das Mitteldifferential mitmacht, da gibt es keinen Ausgleich. Das heißt, wenn der Allrad drin ist, dann kriegt das Mitteldifferential kriegt die ganze Power, das kriegt es irgendwie gebacken. Also es ist so gebaut, dass es keinen Ausgleich braucht. Ja, das kommt schon quasi. Ja, ja. Und wir haben halt, wir können einmal Allrad pneumatisch einschalten. Das heißt, wir können bei voller Fahrt theoretisch bei 80 km/h kannst du Allrad per Luftdruck einlegen, dann knallt er das Allrad rein. Und zweite Stufe ist gesperrt vorne hinten. Okay. Ja, und viele rüsten dann halt trennen die beiden Sperren pneumatisch, damit du, wenn du die Hecksperre nutzt, noch lenken kannst. Weil in dem Moment, wo die Frontsperre, da kannst du unheimlich schlecht lenken. Ja. Haben wir auch schon die Erfahrung gemacht. Unheimlich schwer. Warum habt ihr euch für Hammer entschieden? Ja, mein Vater hat schon amerikanische Autos gehabt früher. Ja. Und ja, das Interesse. Es war schon immer da, sag ich mal, als ich noch kleine Bub war, sag ich mal, da haben die Amerikaner bei uns da in der Ortschaft immer Manöver gemacht früher. Und das war so die Zeit, wo die Autos da eingeführt worden sind beim Militär und da hat man das natürlich gesehen. Mhm. Und seitdem ist die Begeisterung. Der amerikanische Pfeil im Kopf quasi, ne? Ja. Ja, und dann waren wir halt als Kinder auch immer dort bei den Manövertruppen, wenn die abends da im Biwak waren. Und da ist man halt dann mit den Sachen in Berührung gekommen. Teilweise durfte man dann auch mal mitfahren oder so als Kinder, ne? Das war schon dann schon was. Ne? Also prägende Momente, ne? Ja, coole Sache, ne? Der sieht ja aus wirklich wie Bergs neu, ne? Mit dem ganzen Lack. Dieses Muster. Habt ihr da irgendwelche Vorlagen, Schablonen? Ja, da gibt es eine Lackieranweisung von der Armee. Da ist quasi festgelegt, wie das auszusehen hat. Also jedes Fahrzeug, wo die haben, oder jede Hänger und sämtliche Sachen sind da quasi abgebildet in diesem Lackier-Guide da immer. Und da sieht man dann genau, wo was an Farben hin muss. Ja. Und sonst das hier auch als Schablone quasi. Genau, okay, Schablone, ja. Weil wenn es irgendwie einfach aufmalt, also nach Augenmaß, dann wird es ja nichts gescheites. Also die haben wir da hinten auch die Beschriftungen, die Originalbeschriftungen drauf gemacht. Was ich nicht wusste, AM General, das ist der eigentliche Hersteller. Das ist der eigentliche Hersteller. Und, genau. Und das Hammer, Hummer oder Humvee, das ist im Prinzip wie Unimog auch die Bezeichnung von dem Fahrzeug, also so wie so eine Untermarke oder. Ja. Ihr habt da. Genau. Ist das Axt oder was? Pionierwerkzeug. Okay. Haben wir da noch drin. Das kann man da quasi. Ha, geil.
das cool gemacht. Ja. Kannst hier ausbuddeln, Axt. Das ist auch ein schönes Ding hier. Ne? Das ist auch stark. Wie ist das Fahrzeug im Ganzen konzipiert? Haben wir einen Leiterrahmen oder ist das Chassis tragend? Wie ist es? Ja, das ist der Leiterrahmen quasi mit aufgesetztem Chassis. Okay. Genau, sechs Punkte, wo das quasi aufrichtet. Also okay. Genau, sechs Schrauben, dann kann man das Ding eigentlich schon runterheben. Unimog, die meisten von euch werden es wieder wissen, eine komplett andere Konstruktion. Wir gehen mal gerade zum Feuermock rüber, weil da sieht man viel besser, was ich am Rahmen erklären wollte. Ja, hier sieht man es perfekt. Mir fehlt sowieso jetzt gerade was. Also ist vom Grundsatz her, würde man meinen, auch ein klassischer Leiterrahmen. Ne? Zwei Streben. Der ist, ich glaube, man nennt es gekröpft. Das heißt, der geht hier einfach, weiß ich nicht, 20, 30 cm ist er in der Mitte tiefer als vorne und hinten. Mhm. Und der Sinn davon ist, dass das Ganze sich extrem stark verwinden soll, tatsächlich sogar. Also der ist so gebaut, dass der komplette Rahmen sich verwindet. Und der verwindet sich dermaßen krass, dass wenn die Hinterachse jetzt viel schräger steht, dann hast du teilweise hier oben von Fahrerhaus zu Koffer mal locker 20 cm steht der Koffer weiter rechts. Aha, okay. Weil das so krass arbeiten kann. Ne? Der Koffer ist drei Punkt gelagert, also der ist eigentlich ja, komplett getrennt von der Verwindung des Rahmens. Und der Riesenvorteil von diesem Twist, wie der Kenny gerade gesagt hat, ist, dass ich extrem lange alle vier Reifen auf dem Boden habe. Also die Sperren brauchst du eigentlich immer erst, wenn ein oder zwei Räder irgendwie in der Luft sind. Genau, ja, richtig. Das ist der Riesenunterschied und das ist auch eine absolute Besonderheit am Unimog tatsächlich. Lass uns doch mal kurz in den Motor reinschauen. Also wirklich nur das Blech, was man irgendwie braucht. Ja, wobei alles was Plastik ist, ne? Das ist alles Kunststoff. Ja gut, ist wieder nicht leicht, wirklich, aber ne? Ist aber wirklich massiv, ne? Ist aber wieder leicht. Ja, leicht ist es. Und einen fetten Kühler, wie im Motorsport hier vorne, ne? Ja, da ist der Ölkühler, Getriebeölkühler und halt der Wasserölkühler. Mhm. Aber unglaublich sauber alles, ne? Ja, wie gesagt. Gemacht, also Respekt für eure Arbeit. Puh. Ja, das sind weit über 1000 Stunden, glaube ich, mal so grob zusammengerechnet. Die Dinger hier, sind die tatsächlich, was ich mir gerade vorstelle, um den per Flugzeug oder Hubschrauber zu verladen? Also, dass ich den von oben. Ja, also, die sind eigentlich für einen Hubschrauber oder Kran gedacht, ne? Weil, wenn sie die aus dem Flieger werfen, dann kommen die auf Paletten. Die Autos. Aus dem Flieger werfen? Ja, halt. Luftlandeoperation. Mit Fallschirm oder was? Mit Fallschirm, ja. Die Dinger hier, schmeißen. Ja, aus dem Flieger und dann, das sind die aber auf Paletten verzurrt dann. Alter Falter. Und dann werden die hinten ausgeschoben aus dem Flieger und. Wenn die aber verladen werden, so jetzt zum Hafen, Schiff, keine Ahnung, oder mal mit dem Hubschrauber, ne, dann werden sie da auch klingt. Und die vorne gucken durch die Haube durch und sind dann quasi im geschlossenen Zustand, kannst du die. Ja, genau. Und hinten an den Schäkeln, die ich hinten an hab. Den Schäkeln und dann wird noch das Seil oben durch die Heckklappe geführt und dann kannst du die da vier Punkte hochheben. Abgefahren. Ja. Gut, das wird mit dem Unimog ein bisschen schwieriger, den mit dem Fallschirm abzuwerfen. Ja, spannend. Also auf jeden Fall riesen Respekt für eure Arbeit. Geiles Projekt. Der Gutachter hat gesagt, der ist also aus dem Werk gekommen, also nicht so gut. Ihr Lieben, jetzt haben wir drei wilde Offroad-Biester miteinander verglichen, eigentlich zwei. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck bekommen, was so ein Hammer kann, beziehungsweise was so ein Hammer vom Unimog auch unterscheidet. Danke, dass ihr uns hier auch so nett empfangen habt. Ja, ne? Sicher. Ja. Und Leute, ihr habt es gehört. Das war eine Ansage mit dem Offroad-Fahren. Ne? Das folgt dann noch irgendwann. Also dann treiben wir die drei Dinger hier mal richtig durchs Gelände. Und jawohl, dann gucken wir mal. Machen wir mal einen Vergleich im Offroad-Gelände. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Bleibt dran.